Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Adventskalender, der mir irgendwie so über den Weg gelaufen ist. Nee, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und ich wusste auch gar nicht, dass es den gibt. Und zwar ist das der Trend-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich war hier noch so eine Schleife drum zu, die ich eben aber abgemacht habe, weil irgendwie hat die mich gestört. Nein, eigentlich wollte ich reingucken, weil ich dachte, das wäre halt irgendwie eine Verpackung und da drin wäre dann quasi nochmal der Adventskalender. Da habe ich mich aber geirrt, denn da drin befinden sich einfach Säckchen. Dieser Adventskalender kostet 59,95 Euro und ich packe euch dazu den Link auch unten in die Infobox rein. Ja, ich bin gespannt, was da drin ist. Muss ich wirklich sagen. Ne? Also, es sieht hier so mal schön... Ich kann nicht reden. Es sieht hier schon mal alles soweit so schön aus. Die Verpackung ist auch so ein bisschen... Ja, als wäre das Stoff. Ne? Also von dem Design her, es ist nochmal so beschichtet. Dann hast du hier noch den Tannenbaum drauf und diese Sternchen. Das ist super schön, super weihnachtlich. Man muss den sich aber ein bisschen basteln. Übrigens hier, Trendparfüm ist die Homepage, wo ich das her habe. Hatte ich auch vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Und hier sind dann die Säckchen drin, wo der Adventskalender sich drin befindet. Das finde ich ganz cool. Das ist so rosa, also altrosa, ein bisschen grau, ein bisschen so cremeweiß. Also das kann ich mir wirklich optisch sehr, sehr schön vorstellen, um ihn dann halt im Advent so hängen zu haben. Zu der Bestellung konnte man sich auch noch irgendwie ein Goodie aussuchen. Da habe ich hier das Black Opium mir ausgesucht von Yves Saint Laurent mit 7,5 Millilitern. Das habe ich aber tatsächlich ausgesucht, weil ich das sehr, sehr gerne in den Parfüm-Adventskalender packen möchte, den ich im Advent oder im November, denke ich mal, verlosen werde auf diesem Kanal. Da muss ich halt erst gucken, was für ganze Adventskalender-Geschichten ich hier haben werde. Und das ist so eine wirklich schöne Miniaturgröße von einem meiner absoluten Lieblingsparfums. Und ich finde es total schön, dass man da halt wirklich auch so einen kleinen... Ich mag diese kleinen Sammelflakons, ne? Ich mag sie nicht verwenden, weil die halt keinen Sprüher haben. Aber ich mag sie gerne sammeln, verschenken, wie auch immer. Und dann hat man hier noch so einen Briefumschlag mit dabei gehabt. Also wirklich sehr, sehr schön gestaltet, ne? Muss ich einfach mal sagen. Da gab es dann nochmal zwei Parfümproben. Einmal von Chloé Nomad. Das ist ja dieses hier. Ne, auch wieder so ein Sprühkram mit 1,2 Milliliter. Du, andere Firmen packen das einfach in den Adventskalender rein. Und von Marc Jacobs Daisy Love mit 1,2 Millilitern. Das hat man einfach so nochmal für Umme als Gratisproben mit dabei gekriegt. Das fand ich ganz süß. Und hier ist dann nochmal ein Kärtchen drin. Huch, Merry Christmas and Happy New Year wünscht dir das Trendparfüm-Team. Du möchtest dir oder deinen Liebsten einen Duft zu Weihnachten schenken. Mit dem Code HOHOHO sparst du in dem Zeitraum vom 1. Dezember bis 24. Dezember 10% auf alle Artikel in unserem Shop. Ist das nicht cool? Den halte ich euch auch mal in die Kamera. Also es ist jetzt hier keine Kooperation oder sowas. Das hat man hier einfach, wenn man das Produkt bestellt hat, so mit dabei gekriegt. Ne? Das einfach nur so als transparente Information für euch. Und ich suche mir jetzt einfach mal die Nummer 1 raus und dann starten wir mit dem Unboxing. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann einen größeren Tisch. Das ist hier einfach zu wenig Platz. Richtig geil ist übrigens, du hast hier auch so eine Kordelschnur, wie auch immer, mit dabei. Und da kannst du dann die einzelnen Säckchen dran aufhängen. Das heißt, diesen Adventskalender werde ich ja sowieso wieder verwenden, wieder befüllen. Und dann hat man so eine Schnur. Ich könnte das jetzt hier auch im Hintergrund aufhängen. Aber dann hätte ich den ja quasi schon einmal so richtig benutzt und so. Und das will ich nicht. Aber wir starten jetzt mit der Nummer 1. Ich laber hier so rum. Die Säckchen fühlen sich super, super schön angenehm an. Das sieht so toll aus. Mag ich extrem gerne leiden. Dieses Produkt verfolgt mich. Wo hatte ich das denn jetzt? In der Luxury-Box war das mit drin. In diesem Douglas-Gedöns, wo du diese Gratis-Bag mit dazu bekommen hast, war das auch mit drin. Und hier ist es jetzt auch mit drin. Aber ich weiß, dass die Luxury-Box einen Wert von 30 Euro darüber ausgerufen hat. Das heißt, Knallerprodukt, mit dem es anfängt. Von Eli Saab oder Ellie Saab, Le Parfum Royal. Hier haben wir ein Armband drin. Das ist so ein goldblaues Armband mit einem kleinen Anhänger, was auch größenverstellbar ist und so weiter und so fort. Aber es verfolgt mich. Ich habe, glaube ich, jetzt ja das vierte davon tatsächlich jetzt schon hier. Zweimal hatte ich das in der Goodiebox, ach Quatsch, nicht in der Goodiebox, in dieser Goodiebag mit drin. Und einmal in der Luxurybox. Und ich finde es ein bisschen ulkig, denn ja, ich habe es heute schon mal in den Händen gehalten. Genau, so schaut das aus. Es ist schön, ne? Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, 30 Euro hat die Luxury Box dafür als Wert
ausgerufen, was ich sehr krass finde. Und wenn man bedenkt, dass man für den Adventskalender hier 59,95, sprich 60 Euro bezahlt hat, ist das hier quasi die Hälfte vom Wert für das, was man ausgegeben hat. Was ich krass finde. So, Nummer 2 hatte ich eben schon in der Hand. Wo ist denn die jetzt hingekommen? Fühlt sich an, als wären hier zwei Produkte direkt drin. Hier haben wir ein rosa Säckchen. Ich weiß nicht, ist es so Kordstoff oder so? So fühlt es sich auf jeden Fall an. Okay, ja, also das erste ist etwas, was ich auch bei mir am Bett stehen habe, weil ich das letztens auch schon in der Box oder so drin hatte. Nein, das hatte ich auch in dieser Goodie Bag mit drin. Von Douglas, geil. Sleep Ink, ein Schlafdrink mit 40 Millilitern. Und das ist halt einfach so ein Getränk, das schmeckt einfach wie so ein Fruchtsaft. Ne? Das gönne ich mir gerne, vor allem am Wochenende. Trink mir das abends und kann dann einfach besser einschlafen. Ne, es tut einfach gut. Ich wache morgens erholter auf. Deswegen finde ich das ganz lecker und es ist halt nah. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschmacksprobe. Aber du hast davon auch wirklich eine erholsame Nacht. Fand ich ganz cool. Und als nächstes haben wir hier von Jill Sander Softly Serene eine Relaxing Hand Cream drin mit 30 Millilitern. Also eine Handcreme. Das finde ich witzig, denn sonst haben wir von diesen Parfum-Geschichten eigentlich immer so Duschgel, Bodylotion oder sowas drin. Und hier eine Handcreme. Also ich meine, Klassiker Handcreme gehört hier mit rein, genauso wie ein Klassiker Lippenbalsam hier mit reingehören wird. Eine Nagelfeile ist hier bestimmt auch irgendwo zu finden und auch Invisibubbles vermute ich hier drin. Ja, aber das finde ich cool, auch wenn hier Gratisprobe draufsteht. Leute, eine Handcreme, 30 Milliliter, ist für mich auch fast schon Full Size. Riecht aber sehr, sehr angenehm. Und als Handcreme finde ich das eigentlich auch ganz cool, weil du dann für unterwegs dann so ein Parfum-Gedönsen mit dabei hast und dann einfach noch so einen leichten Duft hast. Ne? Deswegen finde ich das noch besser als Dusche oder als Bodylotion. La numéro 3 ist da. Das ist dieses hier. Und ich finde dieses mit diesem Herzchen drauf, ne, das ist so glitzert, auch so schön. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht super hochwertig, diese Säckchen, aber es fühlt sich schon sehr, sehr schön an. Das gefällt mir. Und hier haben wir eine Parfüm-Miniatur drin. Leute, ihr werdet euch bei diesem Adventskalender, den ich für euch bastle, echt freuen. Vielleicht mache ich sogar einen zweiten, weil mittlerweile habe ich ja so viele davon. Das ist dieses hier. Oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Oh mein Gott, steht das hier drauf? Das wäre ja wünschenswert. Nee, es steht nicht drauf. Ich habe es euch garantiert eingeblendet, Leute. Ne? Ist ein bisschen schade. Kann man das... Nee. Oh Gott, das kann ich nicht lesen. 7,5 Milliliter sind hier auf jeden Fall drin. Eau de Parfum. Ich kann es nicht lesen. Aber das ist halt irgendwie auch so ein ganz, ganz klassisches. Ist das nicht das Hypnos, oder? Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Parfümminiatur. Und sowas finde ich 100-mal besser als eine Parfümprobe. Die Nummer 4 haben wir hier und die ist wieder in so einem grauen Säckchen. Also das ist halt wirklich abwechselnd. Ne? Die drei Farben wechseln sich hier sehr gut ab, was ich schön finde. Ah, okay, wir haben hier doch Parfümproben drin. Das ist schade, das habe ich so nicht erwartet. Von Sadik and Voltaire haben wir das Girls Can Be Crazy hier drin. Das ist dieses hier. Gut, wir haben hier immerhin zwei Parfümproben in einem Kläppchen, sage ich jetzt mal dazu. Ist halt auch so ein Sprayer, was ich gut finde. Und hier sind drin, wow, 0,8 Milliliter. Also das ist die kleinste Parfümprobe, die ich dieses Jahr in den Händen gehalten habe. Das ist wenig. Und als nächstes haben wir ebenfalls von Sadik und Voltaire das This is Love. Das ist jetzt auch tatsächlich nur 0,8 Milliliter. Hier steht es drauf, ja, 0,8. Ja, das ist jetzt nicht so geil gewesen, ne? Stark gestartet, schwach weitergemacht. Und dann gucken wir mal, was die Nummer 5 zu bieten hat. Es fühlt sich an wie eine Probe. Oh nein. Oh nein. Und das finde ich jetzt... Ah. Nee. Ich meine, ja, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay. Wir haben in dem Täschchen ein Täschchen. Okay. Und dann haben wir hier von Chance Chanel Audit. Nee, Eau Tendre, Eau de Parfum. Und hier sind 1,5 Milliliter drin. Leute, das erinnert mich jetzt tatsächlich irgendwie an den Flaconi Adventskalender vom letzten Jahr für 50 Euro. Ah, nee, das tut ja fast schon weh. Die Nummer 6 ist aber prall gefüllt, Leute. Da ist jetzt keine Probe drin. Das ist ein bisschen unschön aufgeteilt, um das mal so zu sagen, oder? Okay, das ist krass. Lancôme Paris. 30 Milliliter von dem Bifacil. Und Le Cool Crayon 0,7 Gramm. Also das ist halt so ein richtiges Geschenkset. Das ist ja schön. Das kann man halt so rausziehen wie eine Schublade und hat dann hier das Geschenkset.
Also das knallt dann schon wieder, ne? Natürlich sind es halt Samples in Anführungsstrichen oder Reisegrößen, aber hä? Wie merkwürdig teilen die sowas auf? Ich meine, ja, es ist Nikolaus, da hat man einen Kracher drin, ne? Aber irgendwie ist es sehr, sehr merkwürdig gerade. Okay, ja, wie gesagt, ich kannte den Adventskalender vorher nicht und finde ihn jetzt wirklich schon sehr, sehr merkwürdig. Jetzt gucken wir uns mal die Nummer 7 an. Die ist natürlich wieder grau und sie fühlt sich an, als wäre da eine Parfümprobe oder sowas drin. Ja, Good Girl, Carolina Herrera, New York, Eau de Parfum, Natural Spray. 1,5 Milliliter haben wir hier drin. Es mögen dann auch einfach mal sehr hochpreisige Kalender sein. Das mag ja alles sein, aber ach Leute, macht das nicht. Vor allem macht das nicht für 60 Euro, ne? Auch die Nummer 8 fühlt sich wie eine Probe an. Oh nein, aber wie zwei Proben. Oh nein, und wenn ich mich umgucke, es könnten tatsächlich überall Parfümproben drin sein. Ja, okay, wir haben hier zwei Proben drin. Und zwar von Givenchy Eau de Parfum Irresistible. Das ist dieses hier mit 1 Milliliter. Wuhu! Also ich kann mir gut vorstellen, für Parfümliebhaber oder für welche, die das total feiern, wenn die halt neue Düfte haben oder, ne, dass sie das geil finden, aber Eau de Toilette L'Interdit von Givenchy, ebenfalls 1 Milliliter. Ja, es ist einfach, es ist, oh ne, gut, Nummer 9, mach mich glücklich, mach mich bitte glücklich. Okay, wir haben hier von Chanel. Le Volume Stretch de Chanel Mascara Volume Longueur Brosse Imprimé 3D, also Volume and Strength Mascara, eine Volumen Mascara und Stärke Mascara Probe von Chanel. Finde ich per se eigentlich ganz gut, solche Reisegrößen kann man es austesten. 1,5 Gramm finde ich schon ein bisschen wenig, aber das hört sich auf jeden Fall mit Abstand besser an als jede Parfümprobe, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hochpreisig ist wie, ne, aber oh ja, die hatte ich schon mal. Die ist geil. Die ist richtig geil. Das ist ein Gummibürstchen, die so gecurlt ist. Da muss man halt wirklich zusehen, dass man so in Zickzack-Bewegungen nach oben geht. Riecht stark parfümiert tatsächlich. Das finde ich okay. Dann haben wir hier Chanel Le Beige Teint Belle Mine Naturelle Healthy Glow Foundation. Das ist diese hier in der Farbe 030. Haben wir hier eine Probe mit drin. Foundation-Proben sind immer so eine Sache. 1,3 Milliliter sind hier enthalten, weil man halt nie genau weiß, ob man dann halt genau die Farbe trifft von derjenigen, die da halt den Adventskalender öffnet. Meistens trifft man es halt nicht. Aber was halt bei Foundation-Proben immer schön ist, man kann halt gucken, ob einem die Textur gefällt. Aber solche Zeitschriftenproben haben in einem 60-Euro-Adventskalender nichts zu suchen. Wir kommen jetzt in den zweistelligen Bereich und suchen mal die Nummer 10. Die fühlt sich, oh nein, jetzt wo man das einfach schon ein paar Mal jetzt in den Händen hatte und dann diese Säckchen nimmt und einfach direkt merkt, und nein, hier ist bestimmt wieder eine Probe drin. Das ist doch kacke hier. Yves Saint Laurent, das Libre ist das. Das ist dieses hier. Ja, 1,2 Milliliter. Ja, gut. Kann ich nicht aufklappen, ist halt noch so zugemacht, ne? Hm. Ja, einen Schnaps bräuchte ich jetzt tatsächlich. Hier ist die Nummer 11, die Schnapszahl. Hier haben wir zwei Produkte drin oder so. Ja, guck, das ist doch mal was. Narciso Rodriguez Pure Spray. Weiß ich nicht, was Pure Spray heißt. 10 Milliliter sind hier enthalten von dem Rouge. Das finde ich gut. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich weiß nicht, ob das ein Parfum an sich ist oder ob das einfach ein Raumduft ist oder so. Nö, das sieht schon aus, als wäre das halt das richtige Parfum, ne? Ist ein schöner Flakon, gefällt mir richtig gut. Mag ich gerne leiden, 10 Milliliter und so. Ne? Das finde ich wirklich auch angemessen für einen 60-Euro-Adventskalender. Und hier haben wir dann nochmal eine Probe drin. 0,8 Milliliter von dem Narciso Eau de Parfum Ambré. Das ist dieses hier. Ja. Halbzeit. Halbzeit muss normalerweise krachen. Eigentlich muss es krachen. Ey, alter Schwede. Die sind angefangen mit einem 30-Euro-Armband. Hangeln sich dann durch irgendwelche Parfümproben durch, hauen dann zwischendrin vielleicht mal einen kleinen Knaller raus, aber irgendwie. Okay, hier haben wir auch wieder ein Täschchen in dem Täschchen, und zwar dieses Mal von Dior. Weiß nicht, was das soll, aber es ist ein Täschchen im Täschchen. Und Proben von Dior, natürlich. Da haben wir einmal das J'adore Enjoy. Das ist dieses hier mit 1 Milliliter, was normalerweise so ausschaut. Ich meine, natürlich können die nicht in 60-Euro-Adventskalender
überall diese Mini-Flakons reinpacken oder größere Parfums. Aber haben die nicht noch irgendwelche anderen Sachen bei sich auf der Homepage als so ein Kram? Und dann das Joy. Das ist dieses hier mit 1 Milliliter. Ja, Leute, wahrscheinlich hätte ich mich auch einfach mal vorab informieren sollen, was das für eine Homepage ist, ne? Und nicht einfach blind bestellen. Tja, Nummer 13. Ist schön groß, aber es fühlt sich an, als wären da Tempos mit drin oder so. Ich hoffe nicht. Ihr wollt es gar nicht wissen. Okay, ich mache erstmal mit dem coolen La Vie est Belle von Lancôme. Das ist ein, ja, eine Eincreme-Geschichte mit 50 Millilitern. Eine Körpermilch quasi. Das finde ich schön. Ich liebe das La Vie est Belle. Das ist mein absolutes Lieblingsparfum. Ja, und deswegen, das mag ich auch, ne, dass es halt mit drin ist. Und hier haben wir etwas Eingepacktes. Okay, das finde ich aber gut. Ich hatte gerade Bedenken, dass ich dieses lila Papier auspacke und dann habe ich am Ende eine Parfümprobe da drin. Nein, wir haben tatsächlich noch 3 weitere Produkte drin. Und zwar einmal 7 Milliliter von dem Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse. Das ist ein jugendlichkeitsaktivierendes Konzentrat von Lancôme. Ist auch sehr, sehr teuer, ne? Also das habe ich auch im Lancôme Adventskalender schon öfters drin gehabt, auch letztes Jahr. Das ist tatsächlich dieses Produkt. Das ist auch super, super hochpreisig. Also von daher, das ist okay. Jetzt knallen die dazwischendurch einfach solche Türchen raus, Leute. Dann haben wir Renergie Nuit Multilift mit 5 Milliliter. Das ist halt eine Nachtcreme, die dir wieder Energie geben soll und dich einfach über Nacht wieder schön machen soll. Und dann haben wir hier Renergie Multilift Ultra mit 5 Milliliter. Das ist dann die Tagescreme-Variante dazu. Fun Fact dabei, diese Tübchen sind dann halt bis hier gefüllt ungefähr, ne? Der Rest ist Luft. Aber ich finde es schöner, wenn du es so drin hast, als wenn du das halt einfach in einer Zeitschriftenprobe drin hast, um das mal so zu sagen. Das ist einfach hübscher. Ja, das war die 13. Dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 14, die sich wieder sehr vertraut anfühlt. Da haben wir 2 Produkte drin von Jean-Paul Gaultier. Ich meine, es ist nett, dass du 2 Produkte drin hast, aber es sind einfach 2 Parfümproben. Das ist Eau de Parfum 1,5 Milliliter, So Scandal, das ist das hier. Also die Flasche an sich oder der Flakon an sich sieht ja immer super, super schön aus. Und dann haben wir hier auch nochmal das Scandal, das generelle mit 1,5 Millilitern, ebenfalls von Jean-Paul Gaultier. Fällt mir auch nicht viel zu ein, ne? Die Nummer 5 ist wieder relativ gut gefüllt. So, hier haben wir von Boss das Alive 75 Milliliter Perfumed Hand and Body Lotion. Also das ist eine Hand- und Körpercreme, das finde ich cool. Das ist eine gute Nummer. Riechst du hier so nicht viel durch. Und natürlich haben wir auch eine Parfümprobe davon mit dabei. Das ist diese hier mit, ich weiß noch nicht wie vielen Millilitern. Das müssen wir gleich mal gucken. Trauen sich nicht mal die Milliliterzahl da drauf zu schreiben oder was? Hier steht 1,2 Milliliter steht hier vorne drauf. Ja. Also ich mache gerade echt so ein Revival vom letzten Jahr durch, Leute. Ne? Ich glaube, ich sollte das Thumbnail nochmal überdenken. Oh. So, weiter geht's mit der Nummer 16. Auch die fühlt sich sehr vertraut an. So krass hier echt gerade, Leute. Ich bin so, so angefressen gerade. Okay, das ist irgendwie nett. Das ist von Benefit, das Gimme Brow Plus. 0,2 Gramm. Das ist ein Fiebergel, ein Fasergel für die Augenbrauen, um da mehr Volumen reinzubringen. Ist halt eine winzig kleine Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich aus diesem Adventskalender jetzt gerade hier verlosen möchte, Leute. Das ist gerade echt so ein kleines Problem von mir. Ich glaube, ich möchte auch gar nichts verlosen, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat keine Farbangabe. Jedenfalls steht hier auch keine Farbangabe drauf. 0,2 Gramm. Ne? Und dann haben wir von Sisley ein Hair Ritual. Und zwar ist das ein Color Perfecting Shampoo mit Hibiskus Blumenextrakt für das Haar und für die Kopfhaut mit 8 Millilitern. Das ist dieses hier. Auch wieder so eine kleine Probe. Die Nummer 17 ist immerhin ein rosa Säckchen. Ne, das ist immerhin etwas und die ist ein bisschen schwerer. Da ist garantiert auch noch irgendwas neben der Parfümprobe mit drin oder irgendwas anderes. Ist das? Karl Lagerfeld und Model Co. Bronze Looks Highlight and Glow. Instant Glow and Shimmer. Das ist einfach mal eine Full Size mit 13 Gramm. Warum knallen die da so viele Parfümproben rein? Und dann hauen die da so ein Produkt zwischendrin rein, ne? Ich
weiß gar nicht, ob es diese Marke noch überhaupt gibt, Karl Lagerfeld und Model Co., ne? Weil es war ja mal irgendwie so eine Kooperation von denen. Das ist jetzt die Farbe Bronze. Sieht super, super schön aus. Und die Produkte sind auch recht hochpreisig gewesen. Oh wow, das ist niemals ein Highlighter, ne? Das ist eher so ein Bronzer oder Bronzer-Topper. Sieht sehr krass aus, aber sieht sehr, sehr geil aus. Also sieht wunderschön wie so eine Couch aus. Da möchte man sich drauflegen und sich gemütlich fühlen. Du hast einen Spiegel mit drin, was auch cool ist. Und ich swatch euch das mal. Es fühlt sich jetzt relativ trocken an. Aber sieht sehr, sehr schön aus. Also für dunklere Hauttypen ist es auf jeden Fall ein schöner Highlighter. Und ja, kannst du auch voll krass als Lidschatten nehmen. Ich glaube, als Bronzer-Topper ein bisschen krass pigmentiert. Das muss ich da mal austesten. Aber eine wunderschöne Farbe. Also, ne? Das ist schön. Aber ich glaube, das ist halt, es ist eine Full-Size, ja. Aber ich glaube, dass sie das halt einfach auch nicht abverkauft bekommen haben und deswegen jetzt auch einfach in den Adventskalender reingepackt haben, oder? Möchte ich jetzt auch nicht fies sein oder so, aber es kommt mir halt so vor. Okay, hier haben wir die Nummer 18. Da ist ein bisschen mehr wieder drin. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist jetzt hier von Sol de Janeiro Coco Cabana. Diese Creme mit 7,5 Millilitern. Love it, flaunt it, you've got it. Liebe es, flank es weg. Heißt flaunt it, flank es, weiß ich nicht. Und dann hast du es. Ja, ja. Ne? Da stehen ja viele drauf, deswegen ist es ganz nice, dass es damit drin ist. Und dann haben wir hier noch von Rituals zwei verschiedene Produkte drin. Ich glaube, das ist Shampoo und Spülung mit jeweils 10 Millilitern. Genau, und zwar von dem Ritual of Ayurveda. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Also ja, es ist wieder Zeitschriftenproben-Ambiente, sage ich mal. Ne? Aber jeweils 10 Milliliter ist ganz gut. Das reicht dann für jeweils eine Haarwäsche bei mir. Und ich wollte tatsächlich auch schon mal Shampoo und Spülung von Rituals ausprobieren. Deswegen finde ich es ganz geil. Aber, ne, ja. So, da fällt einem auch gar nicht so viel, warme Worte fallen mir da gar nicht so viel zu ein. Ich versuche es wirklich noch so warm wie möglich zu formulieren. Ihr wisst das ja bei mir, ne? Ich möchte hier nichts runtermachen. Die Marken, die hier drin sind, sind garantiert auch richtig klasse. Aber es ist schon schade, wenn man hier einen reinen Parfümproben-Adventskalender quasi hat. Dann sollte man das auch als solches etwas stärker deklarieren. Hier habe ich jetzt die Nummer 19 gerade vor mir. Und auch da, es geht weiter, ne? Und das ist von Chloé Nomade Eau de Parfum. Das ist dieses hier mit 1,2 Millilitern. Und ja, der Klassiker, mehr oder weniger in diesem Adventskalender. Und hier haben wir, das finde ich zum Snacken mal ganz nett, Collagen Bears. Kollagene, Vitamine, Mineralstoffe, weniger Zucker, Inner Beauty, Ultimate Skin. Vier Bärchen haben wir hier drin. Das sind 10 Gramm. Wollt ihr nicht wissen. Leute, es ist der 10.10. und ich habe den Adventskalender gestern bekommen, ne? Und das wäre abgelaufen im September. Das ist ja schön, dass die hier abgelaufene Produkte reinpacken. Also ich möchte jetzt auch nichts irgendwie übermäßig negativ darstellen oder so, aber das finde ich witzig, ehrlich gesagt. Ich werde die essen, da kann ich nichts. Vier Stück machen jetzt nicht unbedingt den Braten fett, um das mal so zu sagen. Du musst da schon über einen längeren Zeitraum welche von nehmen, um überhaupt irgendeinen Effekt irgendwo zu merken. Sei es bei den Haaren, bei der Haut, bei irgendwas. Ne? Deswegen, das ist halt wirklich auch wieder eine Geschmacksprobe. Ja, wovon du nichts merken wirst. Null. Null, null. Jedenfalls nicht von den vier Bärchen, die abgelaufen sind. Scharf. Vor allem den Adventskalender. Den macht man ja auch eigentlich im Dezember auf. Das heißt, dann wäre das Produkt schon 3 Monate abgelaufen. So ist es jetzt 10 Tage abgelaufen. Ist nicht schlimm, esse ich mir, ne? Ich esse auch einen Joghurt, wo das MHD nicht mehr stimmt. Wenn der Deckel sich nicht wölbt und der noch in Ordnung riecht, dann ist alles gut. Aber das finde ich schon ein bisschen ulkig. Okay, dann haben wir jetzt hier die Nummer 20. Hier ist jetzt ein bisschen mehr drin. Und zwar von Chanel, jeweils 5 Milliliter. Einmal Le Lift Creme. Das finde ich nett. Das soll weich machen und glätten. Guck, sowas mag ich, ne? Und hier Hydra Beauty Micro Cream. Das ist eine Fortifying Replenishing Hydration Cream mit 5 Millilitern auch. Ja, das soll dir halt Hydralisierung geben. Was war das? Hydralisierung und Faltenreduktion. Okay, das ist gut. Das kann ich beides gebrauchen. 5 Milliliter lässt sich drüber streiten, aber dafür haben wir halt zwei Produkte in einem Säckchen. Und die Säckchen kommen, ne? Das kannst du auch weiterverwenden, Leute.
das werde ich auch weiter verwenden. Also der Adventskalender an sich sollte dann ja auch gegebenenfalls als ein Produkt mit Wert angesehen werden, was ich aber nie mache. So sieht es aus. Hier ist auch ein Beipackzettel mit drin. Ich lasse es mal drin, weil ich glaube, ich kriege das sonst gar nicht mehr in dieses Geschichtengedönsen rein. Ja, und die andere Creme wird genauso aussehen. Die brauche ich jetzt nicht rausnehmen. Ey, mir vergeht gerade schon echt die Lust, die Produkte auszupacken. Ach, warum machen die sowas nur? Okay, die Nummer 21. Die ist hier. Und da ist was anderes als eine Parfümprobe drin. Jedenfalls nicht so ein Zeitschriftenviech. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist von Estee Lauder. Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Cream mit 5 Millilitern. Das ist so eine kleine Antifaltencreme, was dann einfach so ein bisschen dein Gesicht aufplampen lässt. Und die sieht hübsch aus, ne? Das ist so ein kleines, süßes Tiegelchen. Mag ich leiden. Kann man auf jeden Fall gut in einen Adventskalender packen. Deswegen, das finde ich gut. So, die letzte Schnapszahl. Huch, die Nummer 22. Da ist eine Zeitschriftenprobe drin. Das fühle ich. Der Kalender will hier gerade runterfallen. Das gibt's hier nicht. Das wird hier auf dem Tisch geblieben. Wir ziehen das jetzt gemeinsam hier durch. Okay, wir haben hier zwei Parfümproben drin. Einmal das Alien von Thierry Mugler mit 1,2 Milliliter. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich es gut finde, dass es drin ist, weil ich das noch nie über einen längeren Zeitraum getestet habe. Ich hatte das mal so als so eine Zeitschriftenprobe, dass du das in der Zeitschrift halt so hochreißt und dann hattest du halt so ein kleines Vlies drin und hattest da das Parfum drin, ne? Aber dass ich das jetzt mal übers Wochenende oder so austesten könnte, hatte ich nicht. Das heißt, das hier werde ich tatsächlich mal für mich verwenden. Und hier von Paco Rabanne, das Olympia, das ist dieses hier. Das ist halt auch so ein klassisches Parfum, was ich sehr, sehr schön finde. Habe ich jetzt gesagt, wie viel Milliliter da überhaupt drin sind? Genau, bei dem waren es 1,2 und bei diesem, oh, das riecht übrigens richtig geil, 1,5 Milliliter. Das ist hier vorne eingestanzt. So, die Nummer 23 fühlt sich nach Parfümprobe und Co. an, wenn ich das mal so sagen darf. Der Tag vor Heiligabend, Leute. Also die haben schon direkt hier diese Parfümproben in dieses Anschreiben reingepackt und ich habe es nicht verstanden, was mir da die Packer damit sagen wollten. Hier ist mein Lieblingsparfüm drin und zwar La Vie est Belle von Lancôme. Das ist dieses hier, halt in Miniatur. Ich meine, ne, da müssen wir gar nicht drüber reden, ist ja klar. Wie es sich für diesen Adventskalender halt gehört. 1,2 Milliliter, ja, sind hier mit drin. Und dann hatten wir aber noch was weiteres drin, was ich gut finde. Und zwar ist es das La Vie est Belle Intensement mit 4 Millilitern. Und das ist, glaube ich, neu, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht so häufig gesehen. Das ist eine schöne Verpackung und ich glaube, hier dürfte dann auch ein Mini-Flakon drin sein, was ich gut finden würde. Ja, das geht dann auch auf jeden Fall in den Parfüm-Adventskalender, den ich so packe. Heiligabend, der 24.12. Was da wohl drin ist? Ich bin ganz schön dunkel, ne? Ah ja. Also hier haben die halt wirklich so ein bisschen diese Geschichte zusammengepackt von dieser Douglas Goodie Bag, die es halt so gab, mit ganz vielen Parfümproben. Das war es halt, ne? Hier ist Karl Lagerfeld und Model Co. Custom Lipstick Shade and Sculpt Duo. 2x 1,7 Gramm Lucy and Emily. Also genau das hatten wir tatsächlich auch in dieser Geschichte da mit drin. Nee, also. Und die gab es halt gratis mit dabei, wenn man sich halt ab einem gewissen, ich glaube 99 Euro musste man dann halt im Onlineshop bestellen, ne? Ja, kannst nicht viel zu sagen. Base und Top Coat, das ist das hier halt, ne? Das ist so ein Lippenprodukt. Da hast du auf der einen Seite halt so ein Kupfer und auf der anderen Seite ein dunkles irgendwas braun, ne? Ja, ist halt für die Lippen. Dann machst du dir halt erst diesen braunen Nude-Ton drauf und kannst es dann mit diesem Kupfer toppen. Was schön aussieht, mag ich gerne leiden. Also sowas mache ich halt öfters tatsächlich auch selber. Aber damit schließt der Adventskalender dann auch. Ach, wisst ihr was? Ich mache doch noch eine kleine Verlosung in diesem Video. Und zwar verlose ich hier von Lancôme dieses Set, was ich euch eben gezeigt habe, mit dem Cool-Kajal und diesem Bifacil. Ich finde, es ist einfach ganz süß. Komm, das kannst du gut verwenden, das kannst du gut nehmen. Das kann man auch gut verschicken, verschenken, wie auch immer. Ne? Finde ich ganz süß. Und nachher hast du dann noch so ein kleines Schublädchen. Ne? Also, ich habe in dem Video von Luisa Creschen zum Beispiel gehört, als sie erzählt hat, wie sich die Preise von ihrem Adventskalender zustande
zusammengesetzt haben, dass es gerade für kleinere Firmen, für kleinere Unternehmen oder Unternehmer schwierig ist, einen Adventskalender zu machen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis halt irre geil ist. Das heißt, dieser Online-Shop ist jetzt nicht so der ultra bekannteste, deswegen werden die es einfach auch irre schwer gehabt haben, überhaupt Kooperationen mit Firmen zu machen, um einen Adventskalender zu machen. Die hatten sich wahrscheinlich gewünscht, dass jede der Firmen, die dann auch entsprechend hier die Proben zur Verfügung gestellt hat, nicht diese kleinen Produkte stellt, sondern vielleicht auch diese Mini-Flakons nimmt, weil das auch für den Konsumenten angenehmer gewesen wäre. Das heißt, Trendparfum.de kann wahrscheinlich auch einfach nichts dafür, wie dieser Adventskalender dann am Ende geworden ist. Aber die hätten intervenieren können, meine Meinung. Oder die hätten das in irgendeiner Art und Weise sehr klar, es haben die garantiert gemacht und ich habe es wieder nicht gesehen, ich weiß es nicht, auf der Bestellseite zeigen sollen, dass sie sagen, hey, dieser Adventskalender besteht fast ausschließlich aus Parfümproben, oder die hätten einen kompletten Adventskalender nur mit Parfümproben füllen sollen. Halt gar nicht die Bodylotions oder das Armband oder so, sondern wirklich nur Parfümproben und das als solchen deklarieren und verkaufen. Ich glaube, das wäre beim Konsumenten cooler angekommen. Ne, dann hätten halt auch genau die Leute, die Bock auf so einen Adventskalender haben, sich den Adventskalender gekauft. So habe ich euch jetzt einfach mal gezeigt, was sich in dem Adventskalender verbirgt. Ich bin ein bisschen euphorischer an diesen Kalender rangegangen, als es vielleicht am Ende jetzt hier so das Gefühl ist, was ich habe. Ja. Ob ihr euch den gönnen möchtet oder nicht, ist euch selber überlassen. Ich habe euch eingeblendet, was die Proben dann ja quasi runtergerechnet wert wären. Es wird auch nicht wenig sein, also da sind wir auch mal realistisch, weil Parfüm ist ja immer sehr, sehr hochpreisig. Und allein wenn ich jetzt annehme, dass jede Parfümprobe 2 Euro wert ist und wir pro Säckchen 2 Parfümproben drin hatten, dann haben wir ja locker schon 84, 86 Euro, 96 Euro wert oder wie auch immer. Ich habe gerade voll den Kopfknoten. Aber es haut mich nicht vom Hocker. Für mich ist es jetzt schön, ne, weil normalerweise zahlst du halt für so ein Säckchen Adventskalender auch ein bisschen Geld. Also normalerweise, keine Ahnung, zahlt man da seine 20 Euro auch für, dass man halt so Säckchen bekommt und so eine Kordel, um sowas halt selber zu basteln. Ich werde das selber basteln, um für, ich weiß noch nicht für wen zu machen, für meine Mama oder so oder für meinen Freund. Hier ist jetzt Rosa mit dabei, aber das ist nicht schlimm. Ja, das war jetzt der Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Hätte ich für mich selber schon im Vorfeld herausgefunden, dass halt dieser Inhalt drin ist, ich hätte ihn mir nicht gekauft, weil das für mich überhaupt nichts ist und ich fast nichts von diesem Adventskalender verwenden kann und will. Da hätte ich dann eher im Douglas vielleicht nach einer Parfümprobe für das Thierry Mugler gefragt und dann hätten die mir die vielleicht gegeben. Aber selber gekauft hätte ich mir den so nicht. Und wenn ich den von meinem Freund zum Advent geschenkt bekommen hätte, ich wäre jeden Tag maßlos enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt der Trend- oder Trendparfüm.de Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, ich kann nicht zu den Inhalt des Adventskalenders, ich kann nur was für dieses Video. Nur mal so. Dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!